Es war wahrscheinlich ein bisschen komisch, wenn die Betten direkt neben dem Eingang stehen, wodurch durch den wir reingekommen sind. Aber ja. Können wir im Augenblick nichts machen, außer vielleicht wir heben ein ordentliches Schlafzimmer hier irgendwo aus. Das wäre eine Möglichkeit. Dass wir zum Beispiel hier oben irgendwo ein Schlafzimmer ausheben. Oder hier einfach, wo wir jetzt gerade lang gegraben haben. Um da oben mit dem Maulwurfshort zu kommen. Weil das sieht definitiv aus wie ein Maulwurfshort schon. Ja, ich würde sagen, warum nicht? 1, 2, 3 Betten, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Betten, in der Mitte den Tisch. Hier noch irgendwelche Pflanzen hin. Naja, wenn, dann müssen wir den Raum so hin, so machen. Und den Weg nach oben können wir dann nachher später immer noch wieder zumachen. Jo. Das ist ein guter Plan. An den halten wir uns jetzt einfach mal. Ich hoffe nämlich, dass ich da oben auch Stein finde, weil ich bräuchte Stein. Handwerksgeschick. So, jetzt haben die Zwerge ein bisschen Speed. Ja, hierfür brauche ich überall Stein und Holz. Eine Badewanne. Bringt ein bisschen was. Und warum nicht? Ein paar Waffen. Da könnte ich zum Beispiel hier auch wieder zumauern. Hier. Wird zwar dann nur ein kleines Schlafzimmer, aber klein soll ja auch gemütlich sein. Hey, Steine, das ist schon mal sehr gut. Und ja, warum machen wir dann nicht das Schlafzimmer gleich 2x2 hoch? So. Da wäre noch Platin in der Wand. Oh ja, und dich könnte ich mal dann umverlagern. So. Da passt noch ein Forschungstisch hin und wenn ich das dann so mache, passt da noch ein Forschungstisch hin. Wenn nicht, passt einer gegenüber hin. Jo. Du bist am Trainieren.
Das habe ich nicht so gerne. Geh du mal trainieren. Komm, ich gebe ein bisschen Speed, dass wir... das ein bisschen schneller hinkriegen. Ja, das habe ich nicht ganz bedacht gehabt. Und wir haben schon wieder... negativ. So. Wieder auf der Ballspeed. Da bauen wir hier. Das wäre das hier rankommen. Ich habe bei hier das Platin aus und hier oben das Turmalin. Und noch die Leiter ins letzte Stockwerk. Hohe Silber. So, zwei Punkte für hier. Nein, machen wir erstmal auf dem Boden schlafen, bitte. Und jo, Maulwurfshort. Ein bisschen Nahrung, zwei Maulwürfe und ein bisschen Holz zum Abstauben. Leider sonst nicht viele Ressourcen. Das muss uns aber erstmal reichen. Als Sprungbrett in die anderen Gefilde. So, weg mit dem Maulwürfen. Und am besten, ich hole mir noch mal einen Jungzwerg. So. Ja, hier gibt es jetzt wieder auch viel zuzumachen. Und wir sind am Goldlimit angekommen. Also fürs Erste kein Gold mehr ausbuddeln. Erstmal gucken, ob das nur ein Eisenkrümel ist oder ob da noch mehr darunter steckt. War ja klar, dass hier noch eine ganze kleine Eisencluster hier ist. So, aber mit dem Stein, den wir jetzt da gesammelt haben, können wir den Thronsaal weiter auskleiden. Und eigentlich müssten wir gute Betten bauen. Die hier. Turmalinbetten möchte ich ungern bauen. Ich möchte gern solche Betten bauen. Dazu bräuchte ich allerdings mal etwas mehr Stein. Hoffen wir einfach mal, dass wir auf dem Weg hierhin auf Stein treffen. Habe ich meine Krieger wieder runtergeportet, dass sie unten sind? Ich bin vergesslich.
So, ich würde sagen, da wir genug Gold noch auf Vorrat haben und genug Gold hinzufügen können. Falsches Bett. Oh, das war knapp. Kaufe ich mir einfach mal etwas Stein. Oh, hier die Betten zu bauen. Und eine steinerne Treppe. So. Das heißt, eigentlich kann ich noch mehr Platin jetzt abbauen. Und ja, hier oben baue ich einfach den Block zu und hier zu. Jo, Platin bringt viel Einkommen. So, du wirst ein Militärzwerg. Und mit dem Holz, was ich habe, mache ich mal hier das Loch zu. Ja, hier oben sind schön viele Rohstoffe, an die wir rankommen können. Hier unten ist noch mehr Eisen. Und ach ja, das Gold da. Ach, da ist noch mehr Platin. Versteckt. So, erstmal eine Holzbrücke, dass das Ganze wieder verbunden ist. Und dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, den Tisch nach hier drüben zu stellen. Und auch zwei von diesen Betten. Und die anderen beiden können wir verkaufen. So kriegen wir etwas Stein. Um das hier weiter zu designen. Festtagswandteppich, noch ein Festtagswandteppich, ein Wandteppich. Großes Gemälde, das bringt viel Bonus. Kostet zwar 200 Gold, aber das können wir uns locker leisten. Gemälde mit Eisenrand. Gemälde mit Holzrahmen. Gemälde mit Goldrand. Ist auch ziemlich nice. Nehmen wir mal das mit Eisenrand noch daneben. So, jetzt brauchen wir noch was für die nackten Wände hier. Hier und hier so eins hin. Und dann irgendwas von dem Schlichten hier vorne noch. Oh, können wir hier gar nicht hinsetzen. Aber hier so.